Que Dieu soit glorifié. Gott soll gepriesen sein. Oui, nous voulons parler aujourd'hui d'un thème, qui va aller jusqu'au mois de juin ici, peut-être au début juillet, nous allons le voir. Wir möchten mit einem Thema beginnen, was wir auch weiterführen möchten, die nächsten zwei, drei Male hinein bis in den Monat Juli. Et c'est une inspiration que le Seigneur m'a parlé, m'a donné, c'était le mois. C'est une inspiration que le Seigneur m'a donné depuis le mois passé. Und diese ja, Offenbarung, Inspiration, die Gott mir gegeben hat, das war ungefähr vor mehr als einem Monat. Genau. Et j'ai commencé à prêcher cette parole à Mitten la fois passée quand il y avait Mutatag. Und ich habe mit dem Wort begonnen, das zu predigen in Minden, als wir dort waren, zum Muttertag. Oui, parce que c'est un thème qui concerne toute l'Église de Dieu, la communauté fraternelle, la communauté chrétienne. Und das ist wirklich ein Thema, was wirklich die ganze brüderliche Gemeinschaft in der Gemeinde einfach wirklich berührt. Et lorsque j'étais parti à Minden, und als, wir in Minden, als ich in Minden war, avant de partir, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, nous sommes invités à Minden, qu'est-ce que tu fais que je parle à ton peuple là-bas? Und als wir unterwegs waren, habe ich einfach zu dem Herrn gesagt, was möchtest du, was ich zu deinem Volk predige? Et il m'a dit, les thèmes que tu veux commencer à Berlin, commence d'abord à Minden. Und der Herr hat zu mir gesprochen und hat gesagt, das Thema, was du in Berlin anfangen möchtest, tu es zuerst in Minden. Amen. Et je bénis Dieu, après que j'ai prêché ce thème là-bas, il y a vraiment, Dieu a touché son peuple. Et il y a des personnes qui ont parlé directement après, avec moi après le culte ce jour. Und ich danke Gott dafür, dass dieses Wort wirklich die Menschen dort berührt hat, dass sie auch Zeugnis gegeben haben nach dem Gottesdienst darüber und dass Gott gewirkt hat. C'est le thème pardon. Es ist das Thema Vergebung. Et nous allons parler avec quelques orateurs ici à l'église. Und wir werden auch mehrere Leute hier haben, die hier sprechen werden, hier vorne. Avant que nous parlons, je parle du pardon, mais avant que le pardon nous amène à avoir une vraie relation. Aujourd'hui, je parle de l'Église de Dieu. Heute möchte ich darüber sprechen, über eine wahre Beziehung in der Gemeinschaft Gottes. Et c'est l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens d'Éphèse. Und das ist der Apostel Paulus, der zu den Ephesern spricht. J'aime bien la grâce que le Seigneur a donnée à l'apôtre Pierre. À Paul, pardon, excuse-moi. Ich danke Gott für die Gnade, die er dem Apostel Paulus gegeben hatte. Vous savez, il n'était pas souvent dans des églises comme moi je prêche comme ça là. Er war nicht oft in Gemeinden, wie ich zum Beispiel hier predige. Mais ce sont ses lettres qui ont parlé. Aber es sind mehr seine Briefe, die gesprochen haben. Et vous savez où est-ce qu'il a passé beaucoup de ses temps? Und wisst ihr, wo er sehr viel Zeit verbrachte? Dans les prisons différentes. In verschiedenen Gefängnissen. Parce qu'il a parlé de la vérité. Weil er die Wahrheit von der Wahrheit gesprochen hat. Les religieux de ces temps n'ont pas pu supporter cette parole. Und die religiösen Menschen konnten damals dieses Wort einfach nicht ertragen. C'est comme ça qu'il passait beaucoup de temps en prison. Und somit musste er viel Zeit im Gefängnis verbringen. Et il a écrit beaucoup des épîtres. Und er hat wirklich viele, viele Briefe geschrieben. On dit même qu'il avait des secrétaires qui pouvaient écrire pour lui. Und man sagt selbst, dass er so etwas wie Sekretäre hatte, die für ihn geschrieben haben. Parce qu'il a écrit beaucoup les lettres de Paul. Weil er hat wirklich so viel geschrieben. Amen. Et vous savez, même quand il parle au peuple romain, il dit, j'ai écouté parler de vous, donc il est en prison. Und Römerbrief sagt er sogar in seinem Brief, ich habe von euch gehört. Er selbst war nicht dort. Je souhaite vous voir. Und ich möchte euch sehen, ich sehne mich danach. Pour partager avec vous l'expérience des dons du Saint-Esprit. Um die Erfahrung mit euch zu teilen des Heiligen Geistes. Mais il a écrit. Aber er hatte ihnen geschrieben. Il avait le souhait. Und er hatte diesen Wunsch. Mais il n'a pas pu le faire comme ça. Aber selbst in Person konnte er das nicht tun. Raison pour laquelle il a écrit. Deswegen
deswegen hat er ihnen geschrieben. Mais j'ai béni Dieu parce que ces inspirations, ce qu'il écrivait, ces lettres sont été très puissantes jusqu'à aujourd'hui. Und ich danke Gott für diese Inspiration, denn diese Briefe bis heute haben eine große Auswirkung. Amen. Oui. Il faut qu'il y ait le pardon pour que nous puissions vivre une vraie relation entre nous, les enfants de Dieu. Ja, wir müssen wirklich wahre Vergebung haben in unserem Leben, damit wir wahre christliche Gemeinschaft leben können. Il faut qu'il y ait le pardon pour que nous, au sein de chrétiens capables, nous puissions vivre dans l'unité. Wir müssen Vergebung haben, damit wir hier in Einheit in unserer Gemeinde Centre Chrétien Agape leben können. Amen. C'est pareil dans plusieurs églises. Und das ist genauso in anderen Gemeinden. C'est comme ça que lorsque j'allais à Mine, le Seigneur a dit, c'est le même message, avant de prêcher à Berlin, tu commences d'abord à parler de ça à Mine. Und so hat es mir der Herr auch aufs Herz gelegt. Bevor du darüber redest in Berlin, rede darüber in Mine. Ephésiens 4, verset 31. Lass uns in den Epheserbrief gehen, 4. J'ai encore ma version allemande ici, donc c'est comme ça. Ephésiens 4, verset 31. Epheser 4, verset 32. Und Vers 32. J'aimerais encore, avant de lire ces versets, bevor ich diesen Vers lese, j'ai pris à chacun de nous de prendre à cœur la responsabilité qu'il a de servir Dieu. Würde ich gerne noch einmal jeden daran erinnern, die wirklich die Verantwortung, die hat in seinem Dienst. Amen. Toi qui as un service à faire au centre chrétien Capé, du, der du einen Dienst verrichtest im centre chrétien Capé, fais ton travail avec amour, avec cœur. Tu diese Arbeit wirklich voller Liebe und mit deinem ganzen Herzen. Excusez-moi de dire, dans les services de Dieu, nous avons, nous, les enfants de Dieu, nous avons trop de démocratie. Und wenn ich das einfach mal so sagen darf, dass im Dienst des Herrn haben wir einfach zu viel Demokratie. Non, dans le royaume de Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Nein, im Reich Gottes ist das nicht so. Amen. Amen. Je voudrais vraiment vous encourager de faire votre travail avec cœur. Ich möchte euch ermutigen, diese Arbeit mit eurem ganzen Herzen zu tun. D'investir. Und wirklich zu investieren. Et cet investissement, c'est quoi? Und was ist denn diese Investition? C'est toi-même. Du selber bist diese Investition. Seigneur, j'ai pris un engagement de te servir. Herr, ich nehme wirklich dieses. Also, ich habe dieses Engagement genommen, dir zu dienen. Und ich möchte das, ich habe es gemacht mit ganzem Herzen. N'oubliez pas, c'est le Seigneur Jésus qui est notre, c'est lui qui nous récompense. Vergesst nicht, dass Jesus Christus selber es ist, der uns diese Belohnung belohnt. Amen. Et deux fois, je peux te dire, fais ce travail, fais ceci. Und manchmal kann ich auch kommen und dir sagen, bitte tu dieses oder jenes. Le Seigneur te voit. Aber der Herr, der sieht dich. Et je bénis l'Éternel si par la grâce de Dieu aujourd'hui, je peux prêcher en allemand. Und ich danke dem Herrn dafür heute, wenn ich auf Deutsch predigen kann heute. C'est un pasteur qui m'a encouragé. Dann ist das ein Pastor, der mich darin unterstützt hat, ermutigt hat, ein Anglophon, der selber Englisch spricht. Lui-même parle, il prêche en allemand, il parle même pas un bon allemand. Er spricht kein gutes Deutsch und predigt auch gar nicht in Deutsch. Mais la première fois qu'il m'a demandé de prêcher dans son église, il m'a dit, Pasteur Alain, tu ne prêches pas en français, non? Als er mich das erste Mal gebeten hat, in seiner Gemeinde zu predigen, hat er zu mir ganz klar gesagt, Pasteur Alain, du wirst doch nicht in Französisch predigen, oder? Je dis oui, il dit non. Chez moi, tu ne prêches pas en français. Dann sagte ich doch, und dann sagt er nein, bei mir kannst du kein Französisch predigen. Mais tu prêches en allemand. Je lui ai dit, je n'ai jamais prêché en allemand. Il dit, oui, tu vas le faire maintenant pour la première fois. Und dann hat er mir gesagt, ja, ich habe gesagt, das habe ich noch nie getan. Dann sagte er, doch, du wirst es dann zum ersten Mal tun. Il était très sérieux. Und er war ganz ernst mit mir. Et je n'avais pas d'autre option. Und ich hatte wirklich gar keine andere Option. Je l'ai fait. Und dann habe ich es getan. Une deuxième fois. Und ein zweites Mal wieder. Il me demande de prêcher.
bat er mich wieder zu predigen. Il dit, n'oublie pas, c'est en allemand. Dann sagt er mir gleich, vergiss nicht, es ist in Deutsch, oder? Ich dit, okay, pas de choix. Und dann habe ich gesagt, okay, mir bleibt eigentlich keine Wahl. Et la deuxième fois, lorsque j'ai prêché, und das zweite Mal, als ich predigte, certains peut-être ont été, j'ai prêché à la fin, lorsque je suis allé dans son j'ai dit, oh my God, qu'est-ce que j'ai prêché aujourd'hui? Et mon allemand était faux. Und vielleicht habe ich das schon mal erwähnt, aber danach, nach dieser zweiten Predigt, fühlte ich mich so schlecht. Ich dachte, was für ein Deutsch habe ich gepredigt? Was habe ich überhaupt gepredigt? J'étais assez confus, confusion totale. Und ich war wirklich total verwirrt. J'étais assis, on me voyait, j'ai rigolé, mais dans mon cœur. Vous connaissez comment on a le cœur et les pensées qui fonctionnent. Und die anderen haben mich lachend gesehen und dachten, alles wäre in Ordnung, aber in meinem Herzen war ich so verwirrt. Et du coup, je vois un des frères, Jürgen, qui passe. Und dann sah ich einen deutschen Bruder Jürgen, der vorbeikam. Il dit, Pasteur Alain, on vend des CD parce qu'ils ont toujours l'habitude de copier les CD après le culte et puis de vendre. Damals hatten sie die Angewohnheit, die CDs sofort zu kopieren von der Predigt und die zu verkaufen. Il dit, aujourd'hui je chauffe parce que tes CD sont tous été vendus. Und dann sagte er zu mir, wow, heute ist es heiß, ich hatte viel zu tun, alle die CDs wurden verkauft mit deiner Predigt. Je vais à la cave chercher de nouveaux CD parce que les gens attendent. Und ich muss sogar in den Keller, um neue Rohlinge zu holen. Die Leute warten schon. Du découragement, j'étais und von der Entmutigung, wuff, nach oben in die Ermutigung. Oh, Seigneur, merci. Und dann sagte ich, oh Herr, Dank. Le diable est en train de me battre, de combattre. Und der Teufel war einfach da, um mich zu bekämpfen. Mais le Seigneur a dit, hey, réveille-toi. Aber der Herr hat gesagt, nein, 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 steh auf. Amen. Pourquoi je te dis ce témoignage? Warum sage ich dir dieses Zeugnis? Je vais te motiver. Ich möchte dich motivieren. Amen. Car le Seigneur t'aime. Weil der Herr dich liebt. C'est lui qui t'a choisi avant la fondation de ce monde. Er hat dich auserwählt vor der Schöpfung dieser Welt. Pour le servir. Um ihm zu dienen. Et j'ai Dieu. Und bei Gott. Chaque service que tu fais. Jeden Dienst, den du tust. Ne prends pas ça à la légère. Nimm das nicht auf die leichte Schulter. Même lorsqu'on ne te voit pas. Selbst wenn man dich nicht sieht. Même lorsque tu fais un service du Seigneur à la cave. Selbst wenn du Gott dienst im Keller und niemand dich sieht. Lui te voit. Aber Gott sieht dich. C'est lui ton rédempteur. Er ist derjenige, der dich belohnt. Et c'est lui qui va te bénir. Und er ist derjenige, der dich segnen wird. Sois motivé dans l'œuvre de Dieu. Sei einfach ermutigt in den Dienst des et Herrn. Aime à servir Dieu. Und lerne es zu lieben, Gott zu dienen. C'est la façon aussi de lui montrer la reconnaissance. Und das ist auch eine Art und Weise, wie du deine Anerkennung ihm erweisen kannst. Amen. Serve Dieu avec amour. Gott zu dienen mit voller Liebe. Avec zèle. Mit wirklich voller Eifer. Amen. Amen. Car le Seigneur te voit. Denn der Herr, er sieht dich. Et c'est comme ça que tu vas grandir petit à petit. Tu vois, comme nous, on dit petit à petit. Hein? Und so wirst du wachsen, in kleinen Schritten. On commence toujours avec une petite responsabilité, comme nous, on est dit. Man fängt immer mit einer kleinen Verantwortung an. Et lorsque tu le fais, le Seigneur te voit, c'est lui qui te récompense. Aber der Herr sieht dich. Und wenn du es gut machst, dann wirst du belohnt. Et c'est comme ça que tu vas t'amener. Et gloire en gloire. Und so wird dich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Pas cette gloire que nous donnons, que lui donne. Nein, nicht die Ehre, die wir uns selber geben können, sondern die Ehre, die uns geben kann. Soyons motivés à servir. Lasst uns wirklich ermutigt sein, dem Herrn zu dienen. Nous allons nous mettre debout et lire la parole de Dieu. Ephésiens chapitre 4. Wir wollen Epheser lesen, wir wollen aufstehen. Epheserbuch 4 lesen, Vers 32. On commence 31. Wir fangen mit Vers 32. Also ab Vers 30 bis zum Schluss. Quelqu'un peut nous aider à la lecture, s'il vous plaît. Prenez le micro, merci. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été zélés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous.
uns envers les autres compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Und auf Deutsch Epheser 4, ab Vers 30, tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Als Gott ihn euch schenkte, hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Er ist doch euer Bürger dafür, dass der Tag der Erlösung kommt. Mit Bitterkeit, Wutausbrechen und Zorn sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an, redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Amen. Amen. Wir sollen uns setzen. L'apôtre Paul nous écrit. Apostel Paulus schreibt uns. Il nous dit, nous les chrétiens, à qui l'a donné le Saint-Esprit. Er sagt uns, uns den Gläubigen, den Christen, die wir den Heiligen Geist haben. Le Saint-Esprit. Der Heilige Geist. Je suis rempli du Saint-Esprit. Ich bin erfüllt vom Heiligen Geist. Amen. Amen. Qui reconnaît les services du Saint-Esprit dans sa vie? Wer erkennt die Wirkung des Heiligen Geistes an dem Dienst in seinem Leben? Alléluia. N'attristons pas cet esprit qui est venu habiter dans nos vies. Lasst uns nicht diesen Geist, der in uns gekommen ist, einfach traurig machen. Certainement, tu as eu doute que lorsque tu as soulevé ta main, n'est-ce pas? Gibt es vielleicht einige unter uns, die vielleicht gezweifelt haben, als sie den Finger gehoben haben? Je l'ai dit encore. Ich sage es noch einmal. Toute personne qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Jede Person, die ihr Leben Jesus Christus gegeben hat. Et die baptisé. Und die getauft worden ist. Par immersion et remplie du Saint-Esprit. Die unter Wasser getauft worden ist, wurde erfüllt vom Heiligen Geist. Certainement que tu n'écoutes pas encore sa voix, tu ne sais pas encore reconnaître comment il te parle. Vielleicht, comment il agit en toi. Vielleicht erkennst du es manchmal noch nicht, wie er zu dir spricht. Wie du zu reagieren hast, wenn er mit dir spricht. Amen. Le Saint-Esprit est là dans ta vie. Aber der Heilige Geist ist da in deinem Leben. Paul nous dit de ne pas l'attrister. Und Paulus sagt uns ganz klar, wir sollen den Heiligen Geist nicht, nicht traurig machen. Et il dit, nous sommes. Nous avons été marqués de son sceau. Tu as le sceau du Saint-Esprit en toi. Ja, und du hast Siegel des Heiligen Geistes auf dir. Dans les ténèbres, dans les spirituels, il voit le sceau qui est en toi. In dieser geistlichen Welt sieht der Herr diese Siegel, die auf dir sind. Car tu es propriété de Dieu. Denn du gehörst Gott. Amen. Du bist sein Eigentum. Paul est en train de dire. Paulus sagt. Dans le verset 31, quelle amertume. L'irritation, la colère, éclat de voix, insulte, faites disparaître tout cela du milieu de vous. De quel milieu? De l'Église. Und Paulus redet darüber in Vers 31, dass wir die Bitterkeit, die Wutausbrüche, Zorn und all diese Dinge, wir sollen einander nicht anschreien oder schlecht über andere Leute reden. Zu wem sagt er das? Er sagt das zu den Menschen aus der Gemeinde. C'est-à-dire qu'il dit, faisons disparaître toutes ces choses du milieu de nous. Er sagt, lasst uns all diese Dinge einfach verschwinden lassen mitten unter uns. Nous reconnaissons, nous nous connaissons nous-mêmes. Wir kennen uns doch alle selber. Et nous devons travailler sur nous-mêmes. Und wir müssen auch wirklich an uns selbst arbeiten. Et faire disparaître toutes ces choses qui attristent le Saint-Esprit. All diese Dinge einfach zu entfernen, die den Heiligen Geist traurig bestimmen. Alles, was böse ist in uns, soll einfach von unserem Leben weichen. Ja, wir sind einfach geboren mit dieser sündigen Natur. Et c'est par le Saint-Esprit que nous recevons cette délivrance de vivre la sainteté. Das ist durch den Heiligen Geist, dass wir die Möglichkeit haben, in der Heiligkeit zu leben. Et nous pouvons faire disparaître toutes ces formes de méchanceté qui est en nous, de les faire disparaître.
Er sagt ganz klar, es ist möglich, dass wir all diese Boshaftigkeiten, all diese Dinge, die er aufzählt, verschwinden zu lassen aus unserem Leben. Et dit pour finir, il dit, autant de, soyez bon et compréhensif les uns envers les autres. Und er sagt vielmehr dann in Vers 32, seid freundlich und barmherzig einander. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Amen. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul nous parle. Und das ist, was Apostel Paulus uns darüber spricht. Er. Mais lorsque nous rentrons vers cette première, aber wenn wir dann in den ersten Vers, den wir gelesen haben, il parle de l'unité de l'Église. Dann spricht er dort über die Einheit der Christen in der Gemeinde. L'unité de l'Église. Und er spricht über die Einheit der Gemeinde. La première chose que le diable fait pour détruire l'Église, c'est d'enlever l'unité. Das erste, was der Teufel tut, um eine Gemeinde zu zerstören, ist die Einheit zu zerschlagen. Parce qu'il sait dans l'unité, weil er weiß, dass in der Einheit sind wir stark. Lorsque Dieu avait vu ce jour-là les enfants d'Israël se réunir sur la terre en train de dire, on veut construire cette tour parce que nous voulons aller vers Dieu. Als der Herr die Menschen gesehen hat, die sich gemeinsam vereint haben, alle gemeinsam, um diesen Turm zu Babel zu bauen, da wusste Gott, dass diese Gemeinschaft stark ist. Ils ont eu une résolution que personne ne peut les stopper. Und sie haben einfach beschlossen, dass niemand sie abhalten wird, diesen Turm zu bauen. Parce que Dieu avait vu cette lettre volontaire. Und Gott sah wirklich diesen Willen, den sie haben. Amen. C'est comme ça que Dieu a dit à Moïse, descends vite. Und deswegen sagte Gott zu Mose, geh schnell hinunter. Parce que si on reste ensemble ici, ton peuple là, avec cette idée folle qu'ils ont, ils vont accomplir cette bêtise qu'ils sont en train de faire. Ça veut dire, wenn, hat er zu Mose gesagt, wenn du dann hinuntergehst, werden sie sonst wirklich Blödsinn machen. Also geh schnell hinunter und verhindere das. Tu dois la stopper. Du sollst sie stoppen. C'est comme ça que Moïse est venu vite dire au peuple, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Und deswegen hat Mose schnell gekommen und hat gesagt, was seid ihr dabei zu tun? Qu'est-ce que vous voulez adorer ici? Was wollt ihr denn hier anbeten? Dieu avait vu l'unité. Und Gott hat die Einheit gesehen. Mais leur unité en ce jour-là, c'était une mauvaise unité. Und das war wirklich eine schlechte Einheit. Das war, um einfach nur Blödsinn zu machen. Pour irriter le Saint-Esprit. Das war einfach, um den Heiligen Geist einfach traurig parce zu stellen. Parce qu'ils avaient manqué la confiance à l'Éternel. Denn sie hatten dem Herrn einfach das Vertrauen nicht gegeben. Amen. L'unité est très importante. Deswegen ist die Einheit so wichtig. Aujourd'hui, bien-aimés, les églises, c'est la communauté que nous devons vivre, la communauté, la communion fraternelle. Und heute ist die brüderliche Gemeinschaft in der Gemeinde wirklich das, was wir leben sollen. Parce que cette unité est bradée, c'est-à-dire n'a plus vraiment cette forme, n'a plus sa force, n'a plus sa place. Denn diese brüderliche Gemeinschaft hat in unseren Gemeinden nicht mehr wirklich den Platz, den sie haben sollte. Mais le Seigneur veut que nous soyons unis. Aber der Herr will, dass wir wirklich in Einheit sind. Et si nous lisons le chapitre 4, nous allons voir, l'apôtre Paul est en train de dire, nous devons conserver l'unité. Und im ganzen Kapitel 4 spricht Apostel Paulus darüber, dass wir diese Einheit wirklich einfach festhalten sollen. Nous pouvons lire le verset 1 jusqu'au verset 3. Tu peux lire. Wir lesen ab Verse 1 bis 3. Ephésiens chapitre 4, verset 1 à 3. Ephésiens 4, 1 bis 3. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Ich lese
Also Epheser 4, 1 bis 3. Ihr wisst, dass ich für den Herrn im Gefängnis bin. Als sein Gefangener bitte ich euch nun, lebt so, dass Gott dadurch geehrt wird. Er hat euch ja berufen, seine Kinder zu sein. Überhebt euch nicht über andere. Seid freundlich und geduldig. Geht in Liebe aufeinander ein. Setzt alles daran, dass die Einheit, wie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbinde euch miteinander. Amen. L'apôtre Paul dit, efforcez-vous. Und der Apostel Paulus sagt hier, wirklich strengt euch an. C'est comme ça, c'était comme ça, le verset 3. Lebt so, dass Gott dadurch geehrt wird. Mais les polémités, qu'est-ce que les polémités, le verset? Les mots qu'il utilise. Bemüht euch. Amen. Bemühen. Sich bemühen zu Dios. Und in unserer Gemeinde, du bist das und ich bin das. Qui doit tout faire, die alles tun müssen. Pour que nous puissions conserver l'unité. Damit wir diese Einheit wirklich einhalten können. C'est-à-dire que c'est notre devoir à nous tous. Es ist wirklich eine Aufgabe eines jeden Einzelnen von uns. Que nous puissions conserver l'unité. Dass wir diese Einheit bewahren können. Bien aimé dans le Seigneur, l'unité ne vient pas comme ça seule. Die Einheit kommt nicht einfach von alleine. Alléluia. Nous devons travailler là-dessus. Wir müssen daran arbeiten. C'est comme dans un foyer. Das ist genauso wie in einer Ehe. Caractère différent. Verschiedene Charaktere. Éducation différente. Verschiedene Erziehungen. Lorsque nous venons ensemble. Und wenn wir dann zusammenkommen. Nous devons conserver l'unité. Dann müssen wir die Einheit wirklich bewahren. Car nous avons un but. Denn wir haben ein Ziel. Parce que nous ne voulons pas nous séparer après trois mois. Wir wollen uns doch nicht schon trennen nach drei Monaten. Ah, je ne savais pas qu'il était comme ça. Si je savais. Oh Mann, ich wusste nicht, dass er so ist. Hätte ich es doch bewusst. Alléluia. Non, l'Éternel est bon. Nein, der Herr ist gut. Conservez l'unité. Wirklich die Einheit bewahren. Lasst uns daran arbeiten. Je dois investir. Ich muss dafür wirklich investieren. Je dois donner le meilleur de moi-même. Ich muss wirklich das Allerbeste von mir geben. Oui, c'est comme ça que Paul est en train de dire en bas. Soyez compréhensifs les uns les autres. Und deswegen sagt Paulus auch, seid einfach das genaue Wort, verständnisvoll miteinander. Amen. Parce que nous sommes différents. Denn wir sind verschieden. Nous avons compris la parole de Dieu différemment. Denn wir haben das Wort Gottes auf verschiedene Art und Weise verstanden. Le thème de notre année, c'est quoi? Und das Thema dieses Jahres ist was? Aha. Est-ce qu'on connaît même le truc de l'année? Können wir wirklich das Thema dieses Jahres noch? Si nous travaillons avec le thème de l'année. Wenn wir wirklich mit dem Thema dieses Jahres arbeiten. C'est ce qui va nous aider à conserver notre unité. Dann wird es uns allen helfen, diese Einheit zu bewahren. Pour que la paix règne au milieu de nous. Damit der Friede unter uns regiert. L'investition. Ja, zu investieren. Je connais, je me rappelle dans les années, lorsque j'étais encore jeune, il y a un de nos ministres qui disait, les Congolais ne veulent pas investir. Als ich noch jünger war im Kongo, da gab es einen Minister, der gesagt hatte, die Kongolesen mögen es nicht zu investieren. Ils veulent seulement faire des petits commerces. Sie möchten immer nur kleine Geschäfte machen. Vendre des madessous, vendre des poissons, etc. Et so, parce que l'argent revient vite. Weil sie möchten nur kleine Geschäfte machen, so wie Bohnen verkaufen, Fisch verkaufen, denn da kommt das Geld schnell wieder zurück. Mais il dit l'investition, c'est là que les gens ne veulent pas, les Congolais ne veulent pas investir là. Aber in der wahren Investition, da sind die, haben sie, ils ont peur. Da haben sie Angst davor. Pourquoi? Warum? Dans l'investition. Weil in der Investition. Tu dois attendre. Da musst du auch warten können.
que le business que tu as commencé commence à grandir. Dann musst du auch darauf warten, dass das Business, in das du investiert hast, auch langsam wächst. Et après, c'est comme ça que tu vas voir le revenu. Und danach wirst du den Ertrag sehen. Mais c'est un long chemin. Aber es ist ein langer Weg. C'est comme ça que beaucoup, et c'est comme ça qu'il a dit que les Congolais ne veulent pas investir, ils ne veulent pas attendre longtemps. Und deswegen hat gesagt, die Kongolesen mögen es nicht zu investieren, auch langfristig, denn sie sind sehr ungeduldig. Amen. Mais nous devons investir, ça c'est mieux. Aber wir sollen investieren, das ist besser. Parce que le fruit, denn die Früchte, de notre investissement, aus unserer Investition, de notre humilité, auch von unserer Demut, de notre compréhension, von unserem Verständnis, de supporter mon prochain, dann meinen Nächsten zu unterstützen, vivre en amour, en accord avec lui. Mit in Liebe mit ihm zu leben und zu wandeln. Ça va prendre, ça peut prendre du temps. Das kann vielleicht Zeit nehmen. Et après, nous allons voir ses fruits. Aber diese Früchte werden wir sehen. Amen. Amen. Très important. Sehr, sehr wichtig. Lorsque j'ai besoin de l'unité, wenn ich Einheit brauche, et c'est là que je dois voir, je vais après avoir une relation. Dann muss ich auch gute Beziehungen haben. Et dans l'Église de Dieu, nous avons vraiment besoin d'une bonne relation entre nous. Und in der Gemeinde, in der Kirche brauchen wir wirklich gute Beziehungen. Et nous devons être ouverts les uns les autres. Und wir müssen uns einander auch öffnen können. La raison pour laquelle Paul dit c'est comme ça que nous devons nous pardonner les uns les autres. Und deswegen sagt Paulus auch, wir sollen uns einander wirklich vergeben. Es passiert, dass wir manchmal fallen. Il nous arrive d'avoir des disputes. Es passiert, dass wir manchmal Diskussionen haben können. Et il nous arrive d'avoir des incompréhensions. Es gibt auch manchmal Dinge untereinander, die zu einem Unverständnis führen. Mais comment Missverständnis. Comment réglons-nous les choses? Wie können wir diese Sachen regeln? Nous commençons à nous méfier des uns des autres. Wir können einerseits sagen, gut, ich zieh mich jetzt zurück, pass auf. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut que nous, de cette manière que nous puissions vivre. Aber das ist nicht so, wie der Herr es möchte, dass wir miteinander leben. Et, oui, nous avons eu des situations. Ja, wir können Situationen durchlebt haben. Et comment finissons-nous ces situations? Aber wie beenden wir diese Situationen? On a eu des relations. Wir haben auch Beziehungen gehabt. Que ça soit en Église, que ça soit dehors. Ob es in der Gemeinde war oder außerhalb, ich rede jetzt nicht um Liebesbeziehungen. Relation entre amis. Einfach nur Beziehungen zwischen Freunden. Ou frères et sœurs. Einfach Geschwistern im Herrn, in der Gemeinde. On a eu une situation, comment ça s'est arrêté à la fin? Comment ça finit à la fin? Ja, wir hatten ein Missverständnis und wie hat sich das dann geregelt am Ende? Wie haben wir es geregelt? Nous avons réglé la chose. Haben wir die Sache auch wirklich geregelt? Nous avons pardonné les uns les autres. Haben wir auch wirklich einander vergeben? Parce que si ce n'est pas le cas, weil wenn es dem nicht der Fall ist, ça sera difficile pour nous de conserver l'unité. Dann wird es schwer für uns sein, diese Einheit zu bewahren. Nous allons être assis ici. Wir können hier sitzen zusammen. Mais je sais que j'ai des problèmes avec celui-là, j'ai des problèmes avec celle-là. Aber ich kann hier sitzen und sagen, aber ich habe Probleme mit demjenigen oder derjenigen. Là, nous stoppons l'unité. Und da halten wir die Einheit auf. Alléluia. Très important, c'est spirituel. Es ist wirklich sehr wichtig, es ist geistlich. Raison pour laquelle ça vaut la peine que nous réglions les situations si nous avons une situation avec une personne. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Sachen regeln, wenn wir ein Missverständnis haben mit jemandem. Je prie vraiment que les élèves nous aident, que nous sortent, que ça soit pas nos relations, ne soient pas fake, pas des fausses relations. Und ich bitte wirklich den Herrn, dass der Herr uns keine falschen Beziehungen gibt, sondern wahre Beziehungen. As-tu déjà vécu une situation avec une personne dans ton quartier, ton voisin au travail, si la chose, les problèmes, les incompréhensions que vous avez eues, les problèmes, n'a pas été réglé, lorsque tu le vois, comment tu te trouves, comment tu te sens? Ja, hast du das vielleicht schon selbst dabei erlebt, in deinem privaten Leben, bei der Arbeit, in der Familie, mit Freunden, irgendwo, dass wenn du ein Missverständnis hattest mit einer
an, wenn du diese Person wieder siehst? Tu veux aller les saluer, la saluer? Willst du diese Person dann freundlich begrüßen? Ou tu veux dire, non, il est là, non, je prends un autre chemin. Oder du siehst ihn schon von weitem kommen und sagst, oh, ich nehme einen anderen. Amen. Amen. Ou bien si ce n'est pas le cas, oh, ton cœur bat déjà. Comment je vais la saluer? Comment je vais parler avec elle? Oder wenn du dir nicht ausweichen kannst, vielleicht, oh, kommt es hoch in deinem Herzen. Und du sagst dir, mein Gott, wie kann ich dieser Person begegnen, begrüßen? Amen. Amen. Ça nous arrive. Ja, das passiert. J'ai vécu cela. Ich habe das auch selbst erlebt. Je travaille sur moi-même. Ich arbeite auch selbst an mir. Amen. Et chacun de nous doit travailler sur soi-même. Und jeder soll an sich selbst auch arbeiten. Vous savez, Paul était en train de dire. Wisst ihr, Paulus sagte, cherchez la paix avec tous. Lasst uns den Frieden suchen mit allen. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ohne die wirklich kein Einzelner den Herrn sehen wird. La paix, c'est une très bonne chose, très importante pour la communion, la communauté chrétienne, ou la famille, la société, même le voisinage. Der Friede ist wirklich etwas ganz Wichtiges für die Familie, für die Nachbarschaft, für Freunde, für die Gemeinde, überall. Parce que lorsque nous vivons dans la paix, denn wenn wir in Frieden leben, nous allons voir comment nous allons, comment on dit, s'épanouir, merci. Und dann sehen wir, wenn wir im wahren Frieden leben, dass wir wirklich auch daran wachsen. Amen. Oder aufgehen. Très important. Das ist sehr, sehr wichtig. Comment est ta relation même avec ta propre famille? Wie ist denn deine eigene Beziehung mit deiner eigenen Familie überhaupt? Avec ton père, avec ta mère, mit avec deinem tes Vater, frères, tes soeurs, tes cousines, tes tantes, tes oncles. Dein Onkel, Tante, Cousine, Brüder, Geschwister. Comment est ta relation? Wie ist deine Beziehung mit ihnen? Comment? Feuer, Feuer. Feuer. Also Feuer, Feuer. Il m'est arrivé à un moment donné. Ja, es ist mir auch passiert zu einer gewissen Zeit. Où le Seigneur m'a parlé. Wo der Herr zu mir gesprochen hat. Par sa grâce, je soutiens ma famille. Durch seine Gnade kann ich meine Familie unterstützen. Au Congo. Im Kongo. Mais ma relation. Aber meine Beziehung zu ihnen. C'est seulement parce que je les renvoie l'argent. Ist das nur eine Beziehung, weil ich ihnen das Geld schicke? Mais à part l'argent. Aber außer diesem Geld. Est-ce qu'il y a vraiment une vraie relation? Gibt es da eigentlich eine wirklich echte Beziehung? Ou bien, je me disais, bon, j'ai rempli mon devoir, je les renvoie ce que je peux envoyer. Et ils peuvent manger, ils peuvent payer les loyers ou faire ce dont ils ont besoin. Mais point barre. Ich habe mir so gedacht, naja, ich habe meine Pflicht erfüllt, die ich tun soll, als guter Christ, und habe ihnen das gegeben, was sie brauchen zum Leben, für die Miete, zum Essen, und damit bin ich raus. La relation, c'était seulement envoyer les codes, ainsi de suite. Paf, tschüss, bye. Und das ist meine Beziehung einfach zu meiner Familie, war teilweise nur so, dass ich einfach nur den Code gegeben habe, um das Geld abholen zu können, und das war's. Mais après que le Seigneur a commencé à me parler. Und so hat später dann der Herr zu mir gesprochen. Est-ce que c'est tout ce que tu peux faire? Ist das wirklich alles, was du tun kannst, dieses Geld zu schicken? Et j'ai commencé à sentir cela dans mes Telefonate, mes Telefone. Und ich habe das wirklich gespürt in den Telefongesprächen, die ich hatte mit ihm. Et juste là, c'est que j'ai dit, non, Seigneur, tu as raison. Und da habe ich wirklich gespürt, mein Herr, du hast recht. J'ai dû changer. Ich muss wirklich etwas verändern. Amen. Ce n'est pas seulement l'argent. Es ist nicht nur das Geld. Même quand tu n'en as pas. Wenn du kein Geld hast. Combien de fois nous ne voulons pas appeler parce que tu sais qu'ils vont demander. Wie viele Male sind wir da und denken, ach, ich kann jetzt nicht anrufen, sonst werden sie mich wieder nach Geld fragen. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Aber das ist nicht das, was der Herr möchte. Tu n'en as pas, tu n'en as pas.
Wenn du kein Geld hast, dann hast du kein Geld. Mais notre relation, aber unsere Beziehung avec nos familles, mit unseren Familien doit exister. Muss existieren. De meilleur en meilleur. Vom Guten zum Besseren. Nous nous connaissons Christ. Toi tu connais Christ. Moi je connais Christ. Du kennst Christus. Ich kenne Christus. C'est nous qui devons être amener cette paix dans nos familles. Und wir sind diejenigen, die verantwortlich sind, diesen Frieden in unsere Familien hineinzubringen. Amen. Regarde à quoi le Seigneur nous appelle. Schau doch einfach einmal, wozu der Herr dich beruft, uns beruft. Soyons en bonne communion avec nos familles. Wir sollen einfach in guter Kommunikation und Beziehung sein mit unserer Familie. Aussi là-bas, nous avons besoin de l'unité. Auch dort brauchen wir Gemeinschaft. Et surtout dans la maison de Dieu, ça c'est encore plus demandé de Dieu. Und vor allem in der Gemeinde, im Hause des Herrn, das verlangt der Herr noch mehr. Amen. Amen. Hébreux. Chapitre 12, verset 14 à 15. Lass uns schauen in den Hebräerbrief. Chapitre 12, verset 14 à 15. 12, 14 bis 15. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que lui ne s'est pris de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Amen. Hébréerbrief 12, Verset 14 und 15. Setzt alles daran, mit jedem Menschen Frieden zu haben und so zu leben, wie es Gott gefällt. Sonst werdet ihr den Herrn niemals sehen. Achtet darauf, dass keiner von euch an Gottes Gnade gleichgültig vorübergeht, damit sich das Böse nicht bei euch breit macht und die ganze Gemeinde vergiftet. Amen. Amen. Sehr important. Sehr, sehr wichtig. Warum sage ich Paul dort? Wirklich, was Paulus uns da sagte, c'est très, très, très capital. Das ist wirklich enorm wichtig. Cherchez à vivre en paix avec tout le monde et à mener une vie qui plaît à Dieu, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alles daran zu setzen, mit allen Menschen um mich herum Frieden zu haben und so zu leben, dass es ihm gefällt. Attention, personne ne doit refuser ce que Dieu fait pour lui parmi vous. Parmi vous, aucune plante amère ne doit pousser pour troubler la communauté avec son poison. Ja, achtet darauf, dass keiner von euch an Gottes Gnade gleichgültig ist, damit sich das Böse nicht bei euch breit macht und die ganze Gemeinde vergiftet. La paix de Dieu. Ja, der Friede Gottes. Est très important. Der Friede Gottes ist sehr wichtig. Peuple de Dieu. Volk Gottes. Je vois le centre chrétien et cette communauté chrétienne, cette communauté, nous sommes cette famille. Ich sehe wirklich das Centre Chrétien Agape als diese Familie, diese Gemeinschaft. Chaque église doit être une famille. Jede Gemeinde soll eine Familie sein. Parce que si nous ne sommes pas une famille, weil wenn wir nicht eine Familie sind, ça sera difficile pour que nous puissions voir la croissance. Dann wird es schwierig sein, dass wir den Wachstum der Gemeinde. Ça sera difficile que nous vivons la bénédiction de Dieu. Dann wird es schwierig sein, dass wir Gottes Segen erleben. Et nous voulons vivre la bénédiction de Dieu, n'est-ce pas? Wir wollen doch sein Segen erleben, oder? Raison pour laquelle soyons en paix avec tout le monde. Deswegen lasst uns danach trachten, dass wir wirklich im Frieden sind miteinander. Cherchons à conserver l'unité. Lasst uns wirklich danach trachten, diese Einheit beizubehalten. Investissons, donnons le meilleur de nous-mêmes. Lasst uns wirklich investieren und lasst uns das Beste von uns geben. Et comme l'apôtre Paul finit, il dit, und wie der Apostel Paulus dann beendete, il dit ceci, soyez bons les uns pour les autres, ayez un cœur plein de tendresse.
Pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Er sagt weiterhin, ihr sollt einander vergeben und pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Im Epheserbrief hat er weiterhin gelesen. Sorry, das ist nicht mit mir. Komm nicht klar. So, seid gesegnet, ein Segen füreinander. Und seid einfach mit ganzem Herzen einfach gut zueinander. Und vergebt einander, damit ihr kommt, wie Christus euch auch vergeben hat. Amen. Entschuldigung, das ist manchmal ein bisschen schwer für mich. Wenn die das nicht wissen. Nous avons besoin de grandir ensemble. Ja, wir müssen wirklich wachsen. Et nous avons besoin de travailler chacun de nous. Und wir müssen wirklich daran arbeiten. Et c'est comme ça que nous allons vivre la gloire de Dieu. Und so ist es, dass wir die Herrlichkeit Gottes erleben werden. C'est comme ça que nous pouvons vivre dans l'unité. Und so können wir wirklich die Einheit in Einheit leben. Et c'est comme ça que nous allons pas attrister le Saint-Esprit. Und somit werden wir auch nicht den Heiligen Geist traurig machen.